Ja Leute, was geht ab und herzlich willkommen endlich zu einer neuen Runde oder besser gesagt wirklich zum ersten fucking Mal auf diesem Kanal FIFA 20. Ich freue mich wirklich mega, dass wir auch in dieser Saison wieder einen Manager-Modus starten werden. Wir machen natürlich eine Trainerkarriere, wobei Spielerkarriere auch mal ein bisschen interessanter wäre. Wir dürfen hier entscheiden. Vielen Dank, dass du 95 gespielt hast. Du hast Ansprüche auf folgende Verbesserung. Einige dieser Objekte sind optional. Bitte merke dir die Verbesserungen, die du den kommenden Karriere übernehmen möchtest. 30% erhöhe deine Start-Transfer-Budgets. Ich würde mal sagen, das werden wir machen und globale Transfer. Nein, wir werden die 30% uns unbedingt nutzen, um ein besseres Team zu starten. Und wir dürfen uns das erste Mal, ich habe noch nicht richtig reingeschaut in den Trainingmodus, aber das habe ich schon gesehen, wir dürfen uns unseren eigenen Manager zusammenstellen. Das wird vielleicht einerseits lustig, aber auch andererseits ziemlich spaßig. Wir haben hier eine neue Ecke hier mit einer Lampe und Pflanze. Ich hoffe, es ist ein bisschen schöner hier, ein bisschen moderner. Aber natürlich werden wir trotzdem starten hier. Und ich habe noch gar nicht nachgedacht so drüber, wem wir uns nehmen würden. Und ich finde mal, er sticht so ein bisschen raus. Warum hatte das Real Madrid Logo? Ich habe mir Real Madrid als Hauptmannschaft genommen, weil ich denke, die haben heuer den Biss, die haben heuer das Angreifvermögen und vor allem, die können heuer was reißen. Wir werden natürlich nicht alles heißen, wir werden Fuck. Wie können wir denn heißen? Wer ist ein guter Trainer? Wir nehmen erstmal die Nationalität, weil ich mir noch kurz überlegen muss, wer ein bisschen nehmen. Das ist auch so neu, so ein bisschen hier das Aussuchverfahren, von welchem Land man kommt. Ich weiß nicht, ob das jetzt bahnbrechend ist, ob das jetzt so aussieht oder anders. Also das ist wirklich jetzt, ja, ich würde mal sagen, neu. Ich finde es jetzt nicht spannend oder so, aber natürlich ist es ein bisschen einfacher. Nur bei Österreich ist immer so ein Problem. Ist es bei O, ist es bei A oder ist es bei Hashtag, also bei Sonderzeichen? Das ist natürlich ein Problem, was die österreichische Dings hat. Ich würde es natürlich eigentlich immer unter O geben und da ist es aber leider nicht. Dann vielleicht Sonstiges, ja, sage ich ja. Oder wir sind bei Sonstigen drin. Wir nehmen Klopp. Klopp ist wirklich ein extrem guter Trainer. Er ist auch der Welttrainer geworden. Und ich würde mal sagen, wir fangen nicht mit so einer Scheißmannschaft an wie letztens. Ich glaube, da hatten wir Red Bull. Sorry, nichts gegen Red Bull. Die sind ziemlich gut, aber ich möchte ein bisschen mehr Budget. Wir bekommen ja 30% mehr, sprich bei einer Milliarde wären das schon, ich glaube, 30% von einer Milliarde, glaube ich, 300 Millionen, oder? Ah, oder so, keine Ahnung, aber das wäre auf jeden Fall blöd. Natürlich in diesjährigen FIFA ist das, ich glaube, ihr wisst, auf was ich eingehen will, ja, das hier, was ist das? Oder besser gesagt, was ist das? Alter Piemonte Calcio. Ich meine, Alter! Sie haben die Rechte für Juve nicht bekommen, haben da so ein eigenes Logo, eine eigene Mannschaft sogar entwickelt. Wir haben aber auch, hier hat man einen schönen Fanswert von 1,5 Milliarden, sprich natürlich Ronaldo und die ganzen 115 Millionen, aber ich will nicht so viel. Also wir nehmen so eine basic englische Mannschaft, würde ich mal sagen, weil England hat so, ich denke mal, immer noch den Ruf, die beste Liga zum sein, die es so gibt. Und würde ich auch sagen, also ich bevorzuge, oder ich bin da eher, ich bin, habe zwar privat so eine Spanien-Mannschaft, aber ich würde mal sagen, England hat da immer noch den Vorzug, die beste Liga zu sein. Ich meine, zwei englische Mannschaften waren letztes Jahr im Champions League Finale und Liverpool hat nur 82 Millionen, also Everton hat 53, Chelsea ist mir zu gut fast schon. Ja, die sind scheiße. Leicester City, Manchester City, ja natürlich die mit dem größten Budget und auch Fanswert, obwohl sie eigentlich die schlechtesten sind. Sie spielen gerade mal im Europapokal und United ist wirklich jetzt nicht die beste Mannschaft, um da zu sagen. Aber natürlich wäre es auch cool, die drauf zu bauen. Das wäre so der zweite, dritte Step, bevor man es dann wirklich die Real Madrid nimmt. Aber natürlich schauen wir uns jetzt mal an, was wir so machen. Tottenham Hotspur, ja, wir werden, glaube ich, mal Tottenham nehmen. Die haben es ja letztens schon ein bisschen ins Champions League Finale geschafft, aber noch nicht. Aber ich glaube, wir nehmen wirklich eher so ein Leicester oder, ja, wir nehmen Chelsea. 95 Millionen ist zu viel. Ist zu viel, wirklich. Wir haben nur 75. Wir nehmen Tottenham Hotspur. Ich kenne den Trainer leider nicht. Also es tut mir natürlich leid, falls ihr den Trainer kennt oder so. Wir nehmen Amateur, das ist gut. 6 Minuten Bratzeit ist zu viel.
dann nehmen wir 4 Minuten. Wenn wir mal ein wichtiges Champions League Match spielen, werden wir das vielleicht so ein bisschen verschnellern. Und ihr werdet das dann sehen. Jobangebote von Nationalmannschaften aktivieren, Pass, Transferfenster aktivieren. Naja, das geht mir eigentlich am Nerv, aber gut. Europapokal aktivieren. Ja, lassen wir mal aktiviert. Ich denke mal, weiter als wie Europapokal werden wir es nicht schaffen. Wir schauen uns dann, sehen uns dann gleich wieder. Schade. Hier sind wir nun im Saison-Vorbereitungsturnier-Einladungen. Okay, das ist ein bisschen länger, dachte ich jetzt nicht. Unser Team ist Basic 80. Wir dürfen uns einen Pokal aussuchen. Der Japan oder Asien Elite Cup bringt 12,3 Millionen. Und als da ist wirklich die Creme de la Creme dabei. Also wir wären da dabei. Paris Saint-Germain, Real Madrid, Alter, Atletico Madrid, BVB und Barcelona. In dem mittleren, der 11,5 Millionen immer noch beachtlich bringt, ist nur Bayern eigentlich, so als Ajax und vielleicht Roma. Und ganz hinten, da wären eigentlich nur noch Loser-Mannschaften. Aber ich würde sagen, wir wollen uns ja mit den Besten messen und wollen auch sehen, was wir so reißen können. Also nehmen wir den Asia Cup, das ist so ein bisschen gut, würde ich mal sagen. Unsere Kohle ist ziemlich nice, wir werden mal ein bisschen überspringen. Schauen uns mal jetzt die ersten 2-3 Match an, wie so unser Team sein wird, wie wir so reißen was. Und wir sind in der Premier League, na das ist, was ist das? Asia Elite Cup. Sind wir nur auf Rang, also sind wir auf 1, weil noch kein Match war. Und wir sind in der Champions League mit PSG, habe ich schon gesehen, das ist nicht gut. Aber gut. Jetzt entscheidet sich mal, wie so ein bisschen der Asia Cup verläuft. Ich denke mal, gegen die sollten wir eigentlich gewinnen. 4-0. Ganz stabil, ganz perfekt. Und wir haben natürlich auch ein paar gute. Loris im Tor ist natürlich ein Bombe. Kane im Sturm. Die Verteidigung mit Sanchez, glaube ich, und Aurier. Nein, wir haben Vertonghen und Alderweireld haben wir doch auch. Also die beste Innenverteidigungspaarung. Sie sehen aus wie Brüder, wirklich. Also ich zeige euch da jetzt mal 2 Bilder. Hier so. Die schauen wirklich aus wie Brüder, haben das gleiche Rating, kommen aus dem gleichen Land, spielen in der gleichen Mannschaft, also das ist wirklich alles, alles andere als schlecht. Harry Kane mit 3 Toren, ich finde eigentlich Kane nicht so OP, als er immer so dargestellt wird. Wir schauen uns mal die Mannschaft so an sich an. Kane, Ali, Strategie sind festliegende Formation, Taktik, okay, ja, ist mir schon klar. Gut, das ist jetzt auch cooler, dass man da auf der Seite die ganzen, hier so auf der Seite, die ganzen Spieler sieht und das ganze Informationszeugs, weil da hat man immer nur dieses Logo gesehen, das bei ihm ist ein unverbrauchter Platz. So, Strategiebearbeitung, wir werden auf jeden Fall, achso, da steht jetzt sehr offensiv, wir werden so, gibt es da kein mittleres, Alter, ich will eher offensiv spielen, schauen wir uns das mal an. Kane, Ali, ja okay, darf ich da keinen nehmen von der Bank oder was? Aufstellen. Taktik. Pressing nach Ballverlust. Ständiger Druck. Nein, das ist zu zurückfallen lassen. Dann machen wir Pressing nach Ballverlust. Druck nach Fehlern. Okay, Druck nach Fehlern hört sich gut an. Anweisungen. Ich würde mal sagen, der Mr. Kane ist Offensivläufer. Der Mr. Ali Abfang, nein. Positionsfreiheit. Defensive Unterstützung, Flankenunterstützung. Also ich habe mir gedacht, da kann man jetzt so seine Rollen ausüben. Okay, Team. Darf ich aus dem Team jetzt nichts... Oh, jetzt geht's. Okay. Ich dachte... Achso. Man muss einen aus... Nein, das geht gar nicht. Okay. Ist die Bank verkauft oder was? Okay. Achso, jetzt geht's erst wieder. Okay. Lucas Moura, glaube ich mal, wäre auch gut. Sanchez. Ja, habe ich ja gesagt, wir haben Sanchez, Davies, Sissoko und vor allem haben wir sogar noch Alderweireld und Vertonghen, die beste Innenverteidigung, die es so gibt. Aber Aurier haben wir den verkauft oder was? Der, ah, da ist er. Da ist er. Super, sorry Davies, das ist mein Lieblingsrechtsverteidiger. Aber Davies kommt im Kader mit, oder? Der oder Davies? Ja, ich glaube im Mittelfeld brauchen wir da mehr Verstärkung. So, Sissoko statt Winks und dann würde ich mal sagen, Änderung sprechen, ja. Schauen wir mal so ein bisschen den Cup so durch. Ich freue mich wirklich mega. Lasst doch gerne kostenlos ein Abo da. Ich weiß, wir haben in letzter Zeit ein paar Abo-Zahlen verloren. Wir haben auch, ich habe da im letzten Video schon drüber geredet. Vielleicht kommt ein spezielles Extra-Video. Ich weiß nicht warum, wirklich. Schreibt gerne unten mal in die Kommentare rein, warum ihr das so findet. Oder stimmt doch gerne mal oben ab. Gefällt euch das Format? Wollt ihr was anderes? Wollt ihr, keine Ahnung. Ich bin offen für alles. Ich liebe Rennspiele, liebe Sportspiele, liebe auch, ich liebe
eigentlich jedes Spiel, was Spaß macht und was euch und mir gefällt, kann eigentlich nur was Gutes werden. Gut, aber zurück zum Match. Real Madrid wird unser nächster Gegner und das wird echt schon hart. So, Leihangebot, Transferangebot für Aurea. Wie viel wollen sie denn? Soll ich 14 Millionen annehmen? Wir kaufen uns dann einen besseren Rechtsverteidiger. Und du, ein Jahr delegieren. Also, nein, ablehnen. Jetzt habe ich es angenommen. Oh, verfickte Scheiße. Okay. Okay. Das war jetzt vielleicht nicht die beste Idee. Vorschlag Kapitänsrolle. Also, es ist natürlich Kane. Gut, mein Kapitänsvorschlag wäre Kane. Nein, okay. Taktik. Nein, Taktik brauche ich nicht. Wie gefällt euch so die Kulisse? Könnt auch gerne kostenlos Daumen nach oben da lassen. Wenn euch so die Kulisse gefällt. Ich finde es ziemlich wohnlich hier. Und ich finde es auch sehr, sehr interessant mit dem Licht hier. Das ist zwar ein bisschen umständlich, aber ich finde es echt geil. Ja. Gut. Aber gehen wir weiter. Real Madrid steht vor der Tür und das wird echt... Hallo Boss. Im Namen des... Vertonken. BVB will ihn haben. Verhandeln. Da geben wir uns. Schauen wir uns gleich mal an, wie das so ein bisschen ist. Okay. Wir geben einfach die ganzen Sachen ein, weil ich mache mich jetzt nicht zum Deppen. Defensiv, FF. Nationalität Spanien. Und jo. Und Liga. Liga Santander. Ich habe die Sieger schon übersprungen. Ah, da was. Santander und Team. Kann mir auch gleich noch was machen. Schau, wie schön. Das ist echt cool. Mit den ganzen Wappen haben sie echt schön gemacht. Und jetzt schauen wir, ich komme sowieso nur Carvajal. Daniel Carvajal. In Transfer vermerken. Von Mundstuhl zu Streit. Gut. So, und als Rechtsverteidiger, als Linksverteidiger, kämen eigentlich nur Jordi Alba oder vielleicht Robertson. Aber ich bin mir bei Alba jetzt nicht, kann man das zurücksetzen? Ich bin mir jetzt bei Alba nicht so sicher, ob der überhaupt geht. Alba. Jordi Alba. Geht der überhaupt, wenn dann? Der wäre nämlich echt OP. Links und rechts so richtig gute Vorpressure. Das wäre super für unser Team vor allem. Und wir müssen natürlich auch schauen, dass wir so ein paar Backup-Spieler haben. Und das ist mit den Links- und Rechtsverteidigern in der Mannschaft sowieso nicht so gut. Ich weiß nur nicht, wo ich die jetzt finde. Jetzt muss ich mir den scheiß Channel ansehen. Gut, wo finde ich denn? Ist es jetzt da? 200 Millionen Einnahmen und UEFA Champions League Finale müssen wir erreichen. Also denke ich mal, wir werden dann im nächsten Video die ersten Champions League Videos selbst spielen, weil wir sind ja erst Ende des Jahres. Transferzentral, Transferüberblick. Wo waren denn das? Das war doch da links unten, oder? Okay. Mitteilung. Okay. Hallo. Was gibt's denn? Hallo Boss. Im Namen des gesamten Teams möchte ich Sie herzlich beim Tottenham begrüßen. Freue mich auf die Zukunft. Oh cool, das ist so ein Chat. Auch sehr, sehr schön. Aber ich muss jetzt mal rausfinden, wo wir so ein bisschen unsere Spieler kaufen können. Transferüberblick vielleicht hier. Nope. Transferzentrale, ich glaube das war's. Ja genau hier. So, wie viel Geld haben wir jetzt insgesamt? Circa. Ah, hier, 11 Millionen. Nein, 98 Millionen. Also ich denke mal, wenn wir einen Links- und einen Rechtsverteidiger haben und vielleicht einen Mittelfeldspieler noch, der so CIM oder so, ich muss dann ein paar Tage warten. In dem Fall der Asia Cup. Wenn wir den gewinnen würden, wäre das natürlich eine Bereicherung für unser Team. Aber gegen PSG wird es echt, echt schwer. 4:0, what the fuck? Okay, oh mein Gott, was für eine scheiß Mannschaft. Inconstant, Jorge Diallo, das war nicht mal die Hauptmannschaft. Ja, das haben sie sich ein bisschen verspielt beim Asia Cup. Alter, 10 Millionen wäre natürlich super. Dann kann man ein bisschen argumentieren. Und Barcelona ist der nächste Gegner. Barcelona wird sehr, sehr schwer. Netzwerk auf. Spanien, okay, passt.
Ich weiß noch nicht, was ich da machen muss. Aurier verkauft. Passt. Weg ist er. 11 Millionen. Ich bin mal gespannt, wie wir uns gegen Barcelona anstrengen. Ja, die sind ja so die Creme de la Creme der spanischen Liga. Und ich würde mal sagen, ja, auch der Nordosten und der südlichen Hemisphäre. Und wir haben 4:1 gegen Barcelona gewonnen. Das Team ist OG, wirklich. Das Team ist fucking OG. Und wir werden uns jetzt mal einen Spieler hoffentlich kaufen. Schauen wir mal in die Zentrale, ob die uns zugestimmt haben oder nicht. Wenn nicht, dann scheißen wir auf den. Und Jordi Alba. 53.000 angenommen. Annehmen. Yes. So, verhandeln. Jetzt geht's los. Linksverteidiger. Wichtig, wichtig, wichtig für Jordi Alba. 87, also der ist wirklich der... Wow, ist das schön. Richtig, richtig schön. So englisch ein bisschen. Und wir treffen uns nicht mal im Büro, sondern bei einem Verkaufsessen. Berater von Alba zunächst. Ja, also Spielzeit. Klienten reden. 240.000 bekommt er, nur wir haben da 600.000 oder so. Was will der Schlüsselspieler und Rolle im Kader? Passt. Ist alles in Ordnung, solange es nicht um Geld geht. Den Coach noch ändern können, also ein neues Gewand anziehen, neue Lippen und so weiter. Das habe ich, glaube ich, ein bisschen übersprungen. Ist nicht so wichtig, weil man sieht ihn eh nur in den Verhandlungen, aber wäre natürlich auch gut gewesen. Können wir jetzt mal bitte weiter tun? So, was will er denn? 3-Jahres-Vertrag. Akzeptieren. Aber außer wirklich Ronaldo und Messi. Messi ist so gierig, der will immer 1,5 Millionen pro Woche. Einsteigerbonus, ja. Es tut weh, aber du kriegst eine 500.000, weil du hast eh 1 Million Abgabe gesammelt. Und Gehalt bieten wir dir 300.000. Nein, 280. Da sind wir jetzt gierig. Du hast eh 1,7 Millionen Freigabesumme bekommen. 500 anzubieten, okay. Also, habe ich angeboten. Blödsinn. Das dauert immer so lange. Faires Angebot. Schau dir alles im Team. Und ich würde mal sagen, wir beenden mal das heutige Video. Es sind schon 28 Minuten oder so. So, perfekt. Aber noch heute den ersten Transfer in unserer Mannschaft. Heißen wir herzlich willkommen, Jordi Alba. Also warum Französisch, bin ich deppert. Ich suche da eigentlich noch... Hier ist er schon. Jordi Alba. Und Rose muss da jetzt ein bisschen auf die Bank weichen. Aber nicht auf die... Ah, du bist auch so ein... So. Rose geht da jetzt ein bisschen auf die Bank. So, aber mir fehlen... Eriksen ist hier und Son hier. Oh mein Gott. Son links? Also ja, ist eigentlich eben, oder? Wir könnten nochmal Son hier herstellen. Und spielen noch ein Match. Speichern. Weil jetzt haben wir den perfekten Linksverteidiger. So, es geht los und weiter vor allem. Werde hier noch ein Match spielen wir. Und dann sind wir so schon Ende Juli. Und ich hoffe, mit der neu erworbenen Jordi Alba können wir an die Erfolge anknüpfen. Zack, 1-0 gewonnen. Ich wollte nicht das spektakulärste oder so, aber trotzdem sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. So, überspringen wir das noch ein bisschen. Sein Angebot für Eriksen. 100 Millionen mindestens, oder? Ablehnen. Viel zu wenig. Viel, viel zu wenig. Gut. Aber wie gesagt, ein Mittelfeldspieler und einen offensiven, also einen Stürmer CF oder so, wäre auf jeden Fall, also ZOM, wäre auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und ja, wir springen noch bis Anfang August. Rose. Obwohl, den Hub brauchen wir jetzt eigentlich eh nicht mehr. Angebot annehmen. Wir haben ja jetzt eh Alba. Also das ist auf jeden Fall. So. Ich würde mal sagen, während das so ein bisschen so schwimmt, gefällt euch das Video oder das Format, lasst gerne ein kostenloses Abo da und teilt auch gerne das Video mit euren Freunden. Das nicht verpassen und vor allem, besucht es auch gerne auf Social Media, Facebook, Instagram, Snapchat. Habt vielleicht auch die kleinen Einblend-Banner da unten gesehen, immer links. Könnt auch gerne oben mal abstimmen, ob euch das Format gefällt und auch vielleicht gerne in die Kommentare schreiben, warum ihr wisst, warum so viele Abonnenten deabonniert haben. Mich würde es wirklich freuen, wenn ihr mir da ein bisschen helfen könntet.
Aber für heute war es mal, Leute. Aber wie gesagt, lasst gerne ein kostenloses Abo. Da müssen jetzt wieder ein bisschen mehr Community werden. Und besucht uns auch gern. Und vor allem, gebt doch gerne einen Daumen nach oben. Genießt euer Leben. Viel Spaß. Und jo, ihr könnt ja gerne mal bei der alten Trainermodus vorbeischauen. Der ist verlinkt unten oder nach diesem Abspann unten beim Aussuchen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.